Yo, hallo Leute und willkommen zur nächsten Aufnahme von Subnautica. Heute geht's hier gleich mal weiter. Ich habe mich mal irgendwie hier auf die Höhe von dieser komischen Station hier gebracht. Und das hat echt länger gedauert, als ich zugeben möchte. Aber dafür sind wir jetzt halt hier oben und wir haben in unserer Sprachnachricht ja noch die Information. Warper, könntest du mich bitte heute in Ruhe lassen? Dankeschön. 800 Meter unterhalb des Meeresspiegels, ca. 1 Kilometer südwestlich dieser Anlage. Südwestlich, das heißt, wir stellen uns einfach hier hin, Süden, Westen, schauen nach südwestlich und laufen hier zu ca. 1 Kilometer in diese Richtung. Das heißt, warte, das wäre 200 Meter von meiner Startbase entfernt. Hä? Fehlinformationen, ich spüre Fehlinformationen. Aber sowas von Fehlinformationen. Oder ich muss hier runter. Oh, fuck. Fuck you, Game. Scheiße. Ich spring sogar noch halbwegs freiwillig darunter. Könntest du mich einfach in Ruhe lassen? Wie wär's damit? Wir sind doch Freunde. Ja, genau. Spiel wie ein Hundi. Fang deinen eigenen Schwanz. Machen Hunde auch immer. Ja, ja, ja. Jetzt. Nein, nein, nein. Falsche Richtung, falsche Richtung. Weg, weg, weg. Nein, nein, nein. Wow, jetzt hätte ich fast gedacht, hier wäre nochmal was anderes. Wenn der jetzt gleich durch die Wand irgendwie durchbackt, dann schreie ich aber, glaube ich, vor Schreck. Gut, tu er nicht. So. Ich springe halt auch fast noch zu ihm, ne? Uranitkristall, ich will den einmal aufheben. So, dankeschön. Boah, okay, das war jetzt der Schreck des Tages. Ich springe freiwillig in dieses Viech hinein. Also, südwestlich 1500 Meter. Das heißt, hier ist höchstwahrscheinlich, wow, irgendwo eine sehr laggy Höhle, in die ich noch rein kann und dann weiter nach unten kann. Möglicherweise war das da, wo ich das letzte Mal immer weiter nach unten gekommen bin und dann irgendwann auf 900 Meter stecken geblieben bin, weil es nicht mehr tiefer ging mit meinem alten Modul. Warper oder irgendwas anderes? Ach nee, nur diese Schreiviecher. Die sind mir egal. Die sind nicht so schlimm. Oh je. Yeah. Aber ich muss gerade gestehen, ich weiß gerade nicht, in welche Richtung es geht, aber hier geht's irgendwie. Mensch, sieht das hier eigenartig aus, wenn die Sachen hier so spät rendern. Übelst die Render-Probleme hier gerade. Ich denke nicht, dass ich hier richtig bin. Ist der kleine Fisch jetzt auch schon infiziert? Der war irgendwie grün. Hey, ich würde dich mitnehmen. Wenn du infiziert bist, würde ich dich haben. Wobei, Moment. Yokai, keine kranken Fische anfassen. So, ich bewege mich jetzt einfach mal Richtung Südwesten und hoffe, dass ich da ein bisschen Glück habe. Ich meine, ich bin in dem Ding eh relativ sicher. Selbst ein Reaper kann mich hier nicht One-Shot töten. Gibt es irgendwas, was mich One-Shot töten kann? Ich wiederhole, wenn es was gibt, sagt einfach nein. Ich bin glücklicher, wenn ich es nicht weiß. So, da la. Ich glaube, ich gehe komplett falsch. Also, komplett falsch ist wahrscheinlich noch eine Untertreibung. Ich gehe doch gerade in das Anfangsgebiet. Das kann nicht richtig sein. Wo war denn das ganze andere Zeug, wo die Höhlen und so waren? Weil ich erinnere mich mindestens noch an zwei Höhlensysteme, die ich nicht erforschen konnte, weil ich nicht genug, nicht tief runter konnte. Nicht tief genug runter konnte. Aber wo waren die denn? Könnte es mal bitte Tag werden? Ich sehe nichts. Ich bewege mich hier im tiefdunklen Nichts. Ja, danke schön. Dankeschön, Riffrücken, dass du mich wenigstens dabei unterstützt, dass ich nichts sehe. Das macht mit viel Bass viel mehr Eindruck. So, bitte mal das da aufheben. Nehmen wir noch 1, 2, 3 Mal Lithium mit, dann bin ich da gleich wieder zukunftssicher, wenn ich meinen Dingen schrotte, meinen. Oh, ich bin zu blöd zum Aufsammeln. Das muss man voll genau machen mit dem Ding. Das geht ohne Anzug leichter. So, hier war die Höhle in der Nähe von meiner Base. Ich weiß es halt echt nicht mehr. Oder war die eher, nee, die eine Höhle war unter den Floating Islands, aber das kann die dann nicht gewesen sein. Mensch, wo war denn dieses andere Höhlensystem? Was bist du eigentlich? Kann ich dich einfach kaputt machen? Du störst mich. Wow, okay. Diese Sterbeanimation, Junge, da ist ein Designer sicher ewig lang dran gehockt. Einfach despawnen. Ich humpel jetzt einfach mal in diese Richtung. Vielleicht habe ich ja Glück, wenn ich hier einfach weitergehe, aber auch wenn ich es nicht glaube.
Oh je, oh je, oh je. Wo geht's denn hin? Nicht hier höchstwahrscheinlich. Oh, da gibt's wenigstens noch ein bisschen Metallschot. So, das ist aufheben, nicht schlagen. Meine Güte, der Prawn-Anzug ist auch voll aggressiv. Oh, ich sehe was draufhauen. So, dann haben wir nochmal zwei Teile mehr. Wenn ich jetzt halt hier dieses Ding, approximately 1000 Meters, und jetzt halt müsste ich hier irgendwie 800 Meter einfach in den Boden stürzen, dann wäre ich höchstwahrscheinlich da. Mhm, das klingt sehr vertrauenserweckend und sehr, als würde ich an der richtigen Stelle suchen. Nee, das kann nicht hier sein. 1000 Meter südwestlich. Südwestlich. Süden, Westen, es ist wirklich diese Richtung, genau. Ja, vielleicht noch ein bisschen in die Richtung. Vielleicht. Vielleicht bei dem Koschwald, wo ich das letzte Mal hier irgendwo... Ich glaube, da bin ich gerade schon einmal vorbeigelaufen. Da, wo geht's hin, Yukai? So. Hier anscheinend nicht. Laute Geräusche. Und ich dachte immer, im Wasser ist es total leise. Nö, in diesem Spiel nicht. In diesem Spiel ist es lauter in Land. Lauter unter Wasser als an Land. Ja gut, du tust mir jetzt nichts, du Landhai. Du machst ja noch nicht mal einen Kratzer in den Lack, höchstwahrscheinlich. Ich gehe jetzt einfach in die Richtung und gehe dann nach unten, wenn es sein muss. Vielleicht finde ich da dann die Höhle. Einfach auf 1000 Meter Tiefe. Ja, ich weiß, das sind Reaper, aber ich bin in meinem Prawn mutig. Ich bin ein mutiges Yukai. Ein mutiges Yukai traut sich überall hin. Oh Gott, ich will da nicht hin. Ich will da nicht hin. Hi, Quallchen. Ach, ich finde die echt schön. Die Quallen sind echt eindrucksvoll hier. So. Dumm. Dumm. Sorry für die Lags gerade mal wieder. Mushroom Forest plus... Plus diese dämlichen Viecher treibt einfach meine Grafikkarte in den Ruin. Oder mein CPU. Mein CPU ist tatsächlich gar nicht so gut, aber meine Grafikkarte ist relativ ordentlich. Ich glaube, das liegt wirklich eher in-game an diversen Render-Optionen mit Riffrücken. Die brauchen einfach jegliche Ressource, die man ihnen zur Verfügung stellt. Wie ein Reaper. Aber der kostet nicht In-Game-Ressourcen, sondern nervliche Ressourcen bis zum Ende. Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde es tagsüber in diesem Spiel so viel schöner. Also, tagsüber kann man in diesem Spiel echt ordentlich was machen, aber nachts will ich eigentlich nicht raus. So, jetzt bin ich hier in diesem Kosch-Dingens. Ich habe echt eine Sichtweite von 2 mm, oder? Was war das? Was war das? Ich will es gar nicht wissen, oder? Will ich es wissen? Ja gut, das ist dieses ganze Kosch-Zeug. Angeblich hoher Wassergehalt. Also wenn wer Durst hat, ihr könnt gern einen Kosch trinken. Wow, was ist das da denn? Hui, ein Geysir. Ein lauter Geysir. Geht's hier weiter? Ist es vielleicht zum Höhleneingang? Ich weiß nicht, ob ich da so nah hin will. Nee, das sieht nicht aus, als würde es dort unten weitergehen. Das sieht einfach nur nach einem Loch aus. Ah, vielleicht gibt es noch einen anderen Eingang, der wo tatsächlich tiefer führt, wenn es sowas schon gibt. So, ey, in diesen ganzen lila Dingern, da fühlt man sich fast heimisch. Vulkanische Aktivitäten und mehrere ungewöhnliche elektromagnetische Signaturen in der Region. Vorsicht beim tieferen Tauchen. Dankeschön, Spiel, weißt du, was ich vorhab? Richtig, tiefer tauchen! Danke, dass du mir das sagst, freut mich. So, ich würde jetzt aber gerne mir ein, zwei Kosch schnappen, wenn ich das darf, liebes Spiel. Ach, die, muss ich die, oh, Zwergkosch, muss ich dich abbauen? Naja, das ist eine Koschprobe, nicht eine Kostprobe, sondern eine Koschprobe. Kann ich eine Koschprobe essen? Ja, Tatsache. Dann kann ich hier mal kurz meine Nahrungsbedürfnisse auffüllen. So, aber das alles in diesem Exosuit, ansonsten... bekomme ich hier nervliche Probleme. So, ich nehme, wisst ihr was? Ich nehme gleich noch 1, 2, 3, 4. Die pflanze ich dann nämlich einfach mal an. Die kann man fast mitnehmen. Wobei, zum Mitnehmen haben die fast so viele Slots, die sie verbrauchen. Essen geben sie leider kaum. Ich nehme mal noch 1, 2, 3 nehme ich jetzt noch mit. Dann bin ich nämlich für die Reise versorgt. Dann werde ich nicht auf einmal unter Wasser verhungern und verdursten, weil das wäre, glaube ich, sehr, sehr kacke. Also hier sind einige vulkanische Aktivitäten. Ich habe so ein Gefühl, dass ich richtig gehe. Neues Life-Pod-Dingens.
Wo bist du? Ich höre dich nur, aber ich sehe dich noch nicht. Ja, dann stecke ich eben kurz aus, liebes Spiel. Was haben wir hier? Pütte-Ei. Ein Pütte-Ei. Vom Sand bedeckt. Und Ausstoßkanone-Upgrade. Integrating new PDA data. Kommt da noch was oder war es das jetzt schon? Ich glaube, das muss ich selber lesen. Verdammt. Das will ich mir jetzt aber kurz durchlesen. Vielleicht gibt es sinnvolle Informationen. Lock nach oben scrollen. Steuern. Nö. Datenbank. Habe ich schon mal gesagt, dass es echt dämlich ist, sich die Sachen nicht durchzulesen, weil dann stehen hier alle als neu drunter. Ja, toll. Fluchtkapseln. Ah, Moment. Das ist die 12. Offizier Danby, ich trete mit hoher Geschwindigkeit in die Atmosphäre auf. Aufschlag an der Planetenoberfläche in 20 Sekunden. Habe Feuer gefangen, bin jetzt zu Flut und versuche... Ich glaube, er hat es nicht geschafft. Nein, Danby, wieso? Wieso Danby? Er war noch so jung. Ja, vielleicht nicht, aber in der Theorie könnte er jung gewesen sein. So, wenigstens wird es langsam wieder Tag. Es hat doch alles Vorteile in diesem Spiel. Vor allem Tag. So, wenn ich jetzt eine Höhle finde, muss ich halt wieder irgendwie 2 Kilometer, glaube ich, in diese Richtung laufen. Deshalb weiß ich nicht, ob ich hier richtig bin, aber werden wir alles rausfinden. Oh Gott, ich hasse so offene Weiten. Da ist halt, wenn ein Reaper kommt, bin ich im Arsch. Ich müsste den ein paar Mal dodgen. Oh, ich bin so schreckhaft, das ist echt abartig. Das ist wirklich, wirklich abartig. Bist du Sandgestein oder was bist du denn überhaupt? Oh, Lithium. Brauche ich nicht. Habe ich, glaube ich, jetzt trotzdem aufgehoben. Obwohl ich sage, ich brauche es nicht, nehme ich es auf. Gibt es eigentlich verbesserte Lichter? Also ich sehe ja hier wirklich nichts. So ein bisschen Licht wäre ganz, ganz ordentlich, Spiel. Gott, ich komme hier nie wieder hoch, oder? Scheiße. Boah, nee, du. Es ist so stockenfinster. Ich will hier nie wieder hoch. Ich gehe einfach hier unten sterben. Was haltet ihr davon? Ich will nicht mehr. Ich mache jetzt dieses Spiel aus und dann spiele ich nicht mehr. Das hört sich doch auch ganz gut an. Was ist denn hier? Wieso ist hier bitte eine Schubkanone? Wenn ich hier unten bin... Wobei, das sind nur 400 Meter. Das ist eigentlich gar nicht so tief. Erinnert ihr euch noch an die guten alten Zeiten, wo ich dachte, dass Reaper nur ab 400 oder 1000 Meter Tiefe kommen können? Haha, Yukai, falsch gedacht. Nein, wir können überall da sein. Selbst an der Oberfläche so gut wie. Das ist der Butter. Da hinten schwimmt schon wieder irgendwas, aber es ist nur ein Pirscher. Der Boden hier sieht irgendwie einladend aus. Ja, voll. Voll einladend. Mhm. Einladend. Das ist das erste Wort, das mir zu diesem Boden einfällt. Nicht schlecht. Ja, ich sehe halt wirklich nichts. Mann, es könnte jetzt genauso gut in die endlosen Tiefen gehen. Ich habe Angst beim Weitergehen. Es ist stockfinster. Ach, ist das eine riesige Höhle? Ey, not kidding. Gibt es hier Gamma-Einstellungen? Ich sehe ja mal überhaupt nichts. So. Sorry, ich muss an der Stelle mal wieder einen kleinen Cut reinhauen. Post war mal wieder da, immer zu den unpassendsten Momenten. Und dann geht's jetzt hier weiter in diesem absolut stockfinsteren... Ich weiß nicht mal, was das ist. Ich will eigentlich hier nicht sein. Es ist halt wirklich so finster, dass ich geradewegs in meinen Tod laufen könnte und ich würde keinen Unterschied bemerken. Könnte es ein bisschen heller sein? Nur ein klein wenig, ganz klein wenig. Was war das für ein Geräusch? Wobei, das war nur irgendwas Kleines. Kleine Geräusche sind okay. Oh Gott. Ich habe Angst. Ich habe so das Gefühl, dass ich irgendwo reinschwimme, wo ich... Moment, wenn das so eine große Höhle ist... Nee, da ist nicht sowas Großes unten. Also das wäre lächerlich. So große Viecher wären langsam lächerlich. Ich meine, größer als Riffrücken? Nee. Absolut nee. Also langsam wird es immer finsterer, je weiter ich gehe. Oder bilde ich mir das ein? Oh Gott, ich bin voll angespannt. Was sind das für Geräusche? Verdammt nochmal, mach das weg.
War das schon wieder irgendein Gekräuche und Gefleuche-Sound von irgendwas? Bin mir dabei nie sicher. Gott. Gut, dass ich keinen Schiss davor habe. Wow, jetzt geht's hier noch tiefer. Das ist nicht dein fucking End. Alter, ich gehe hier nicht tiefer. Nö. Nö. Ich will nicht. Okay, schreiende Frauenfische, okay. Ey, not kidding, ich will da nicht runter. Oh Gott. Ich will nicht. Oh Gott, oh Gott. Nein, nein, nein. Festhalten irgendwo, Yukai. Oh Gott. Es ist so dunkel, ich will das nicht. Shit, 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 shit. Ey, ich sehe halt effektiv wirklich null. Null. Hey, es wird wieder heller. 760 Meter, bitte Spiel, sag mir bald, dass ich so tief komme, dass ich nochmal abbrechen muss, weil ich zu tief bin für meinen Prawn. Dann darf ich wenigstens nochmal zurück. Ich wäre gerade sehr glücklich, wenn ich zurückgehen könnte. Moment, wenn der Boden hier so glüht, es wäre vielleicht gar keine schlechte Idee, irgendwas mitzunehmen, das mir die Temperatur davon anzeigt. Nicht, dass ich hier irgendwann in meinen Hitzetod springe. Ey, verarscht ihr mich mit diesen Geräuschen? Das ist ja schlimmer als ein Horrorspiel hier. Ich will nicht vorwärts. Darf ich nicht einfach wieder gehen? Das ist das Einzige, was mir noch irgendwie Licht gibt, sind die komischen Fragmente hier am Boden. Was anderes leuchtet hier gar nicht mehr. Liegt das an meinen Grafikeinstellungen? Ich weiß es nicht. Will ich kurz speichern? Nee, 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 ich speichere hier nicht. Ja, okay, noch tiefer. Ist okay, Spiel. Oh Mann, ich will nicht mehr. Können wir nicht irgendwas Lustiges spielen stattdessen? Wie wär's mit einem lustigen Spiel, Leute? Wollt ihr nicht irgendein lustiges Spiel sehen? Oh Gott. Ey, not kidding, ich komme hier nicht mehr hoch. Also jetzt spätestens war's das mit der Wahrscheinlichkeit, dass ich hier nochmal hochkomme. Und ich bin schon bei 930 Meter Tiefe. Boah, ey, es geht nur noch tiefer. Ich will mal wieder irgendwas finden. Leben, Tod. Irgendwas. Am Ende ist diese Zone noch gar nicht eingebaut. Und ich laufe hier jetzt seit dem absoluten Nichts. Und hier sind einfach nur Soundeffekte, die den Scheiß creepy machen. Oh Gott, ey. Was ist das alles für Geräusche? So, ja, okay. Also hier geht's nochmal runter. Mhm, mhm. Also ich bin jetzt schon auf 1000 Meter Tiefe. Ich glaube, es ist eine sehr gute Idee, dass ich nicht gespeichert habe. Wenn ich nämlich hier nichts finde, muss ich mir den Rückweg nicht antun, sondern kann einfach meinen Speicherstand laden und bin nochmal bei der Forschungsstation. Das wäre vielleicht im Worst Case gar kein schlechter Fallback für mich. Oh Gott. Es geht immer tiefer und tiefer und tiefer. Wenn ich nur wüsste, wo ich überhaupt bin! Ey, das ist halt wirklich gerade 1:1 wie ein Horrorspiel. Es passiert eh, oder wie ein Horrorfilm. Es passiert ewig lang nichts, aber irgendwie baut sich's aufgrund der Soundeffekte immer mehr auf. Boah, Gott, ey. Ein bisschen weiter kann ich noch, Leute, aber sollte ich jetzt halt wirklich an einen Anschlag kommen von 1300 Metern, einfach bevor mein Prawn hier zerstört, werde ich einfach den Spielstand laden, den ich davor gespeichert hatte. Weil ich werde diesen Weg euch nicht antun, dass ich den nochmal nach oben gehe. Da bin ich ja zwei Parts beschäftigt, nur nach oben nochmal zu kommen. Was war das für ein Geräusch? Oh Gott. Was ist das für ein Geräusch? Es wird heller. Ey, jetzt verarscht ihr mich aber mit den Geräuschen, oder? Was zur Hölle? Oh
Gott, ich will nicht mehr. Ich glaube, ich habe die Maximumtiefe hier lang. Ich sag mal, irgendwas ist doch hier. Hört euch nur mal die Musik an. Boah, der Heartbeat. Boah, ich dachte schon, irgendwas wäre hinter mir, ne? Wie? Es war gerade hell! Ich will nochmal zurück, da war es wenigstens hell. Moment. Hier ist es noch hell. Ja, können wir es nicht so belassen? Wieso muss ich jetzt ins Dunkle gehen? Ey, wenn da ein riesiger Fisch ist, ne? Ne? Ich alt F4 dieses Spiel. Ich werde dieses Spiel alt F4, wenn jetzt irgendwo ein riesiger Fisch auftaucht. Ey, diese Stille jetzt, nachdem die ganze Zeit Geräusche waren, ist noch schlimmer. Ey, not kidding, ich trau mich nicht vorwärts. Oh Gott! Ey, wir kommen langsam wirklich an ein kritisches Metermaß, ja. 1280. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich tatsächlich sagen, dass ich hier noch das dritte Upgrade gebraucht hätte. Oh Gott. Vorsichtig. Wenn es nicht mehr nach unten geht, sondern langsam ein bisschen nach oben geht, komme ich vielleicht noch ein klein wenig weiter. So. Wow, hier sind wieder Erze. Was? Bist du ein Warper? Du bist nur ein Warper. Es sind wieder Fische hier. Was? Zur Hölle. Das war ein neuer Fisch. Und der klang jetzt ungefähr dreimal so groß wie... Wieso bist du so Aggro-Warper? Komm schon. Sag mal, was bist du so Aggro? Normalerweise sind die nicht so aggro und schwimmen immer weiter auf dich. Oh, scheiße. Oh, fucking Gott, ich will hier nicht weiter. Also ich habe gerade Schwefel gefunden. Schwefel ist schon mal neu. Und Diamant. Hey, ich habe Diamant gefunden, Leute. Ich glaube, die Folge geht wegen dem Cut schon wieder ewig lang. Aber irgendwie, gerade wird es spannend. Ich will nicht um die Ecke schauen. Fuck, ey. Ist das hier richtige Lava, die ich nicht berühren darf? Also so, der Boden besteht aus Lava mäßig? Na gut, Leute, ich glaube tatsächlich, dass die Folge jetzt schon lang genug geht. Oh Gott, ich will hier nicht weiter. Aber wenigstens immer positiv sehen, es wird wieder heller. Langsam packe ich dieses Spiel wieder. Ich packe es nur nicht, wenn es so stockfinster ist. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, obwohl nicht wirklich viel passiert ist in der Folge, außer dass ich fast ausgeflippt bin, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen oder ein Like. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Tschüss!